So, Wasserstoff ist das Megatrendthema momentan. Und es hat aber lange gedauert, weil das Thema ist ja nicht neu. Es hat nur jetzt gerade seinen Durchbruch. Warum das so ist, darüber sprechen wir jetzt mit spannenden Gästen, unter anderem mit Peter Sauber. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, hier zu sein. Sie sind seit über 20 Jahren im H2BZ tätig und haben die Entwicklung des Wasserstoffs also wirklich hautnah mitbekommen. Einmal als Veranstalter selbst, Sie haben eine Agentur und sind im Messegeschäft tätig, aber eben auch als Fachmann und Experte. Da sind wir natürlich sehr gespannt. Ich bin ja ein atypischer Teilnehmer hier in diesem Kreis. Ich bin eben kein Ingenieur, ich bin kein Produzent, sondern wir sind Veranstalter. Aber wir sind schon vor über 20 Jahren, wie Sie gerade schon gesagt haben, sind wir in diesen Themenbereich eingestiegen. Eigentlich aus einem ganz interessanten Aspekt raus. Ich habe vorher noch nie was über Wasserstoff-Brennstoffzelle gehört gehabt. War bei der Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart. Wir haben natürlich sehr viel Automobil, wir haben sehr viel Zulieferer und da hat sich gerade ein Cluster gebildet und wir haben das etabliert mit dem Ziel, die mittelständische Industrie auf diese Technologie aufmerksam zu machen und dass sie versucht, dort ihre Marktchancen zu suchen. Das hat jetzt sehr lange gedauert. Die Marktchancen waren so rauf und runter. Aber viele haben durchgehalten und jetzt geht's los. Jetzt das ist eigentlich los. Unser Stichwort. Und genau, und warum es losgeht, das werden Sie uns gleich erklären. Ich erkläre den Zuschauern nur mal, dass Andreas Grove uns aber erhalten geblieben ist und weiter bei uns sitzt. Aber Christian Machens ist dazugekommen. Er ist Mitbegründer des ersten Brennstoffzellenschiffes. Das finde ich auch sehr spannend. Vielleicht noch mit einem Satz kurz was dazu, wenn wir gleich weiter eintauchen. Ich bin der Erschaffer, sozusagen. Ich habe das erste Brennstoffzellenschiff gebaut. Das war ein sehr gewagtes Projekt zu der Zeit. Das war im Jahr 1999. Ging eigentlich darauf zurück, dass ich in dem Bereich eine Diplomarbeit geschrieben habe und ein Professor mir nicht geglaubt hat, dass sowas jemals existieren wird. Und da wurde ich dann bei meiner Ehre gepackt und habe ihm gesagt, ich werde so ein Schiff bauen und ich werde sie damit rumfahren. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe einen Businessplan geschrieben, VC-Geld bekommen, Angestellte mir eingestellt. Das war ein ganz junges Team. Wir haben eine ganz tolle Zeit gehabt und uns viele Sachen selber beibringen müssen, weil in dem Bereich Brennstoffzellen und Wasserstoff noch in dem Bereich nicht allzu viel verfügbar war, auch keine Richtlinien bestanden. Und ja, darauf habe ich dann jetzt meinen weiteren Lebensweg aufgebaut. Ich bin seit, wie gesagt, 22 Jahren im Bereich Wasserstoff, habe auch bei größeren Firmen schon als Angestellter gearbeitet. In den EU-Projekten war ich sehr heftig tätig sozusagen, war ein paar hundert Mal in Brüssel und habe dafür gearbeitet, dass die Zertifizierungen für solche Wasserstoffsysteme auf den Weg gebracht werden auch. Dass es Demonstrationsprojekte gibt, Wind-, Wasserstoff-, Elektrolyseproduktion, Tankstellen, Netz aufgebaut werden kann, was sicher funktioniert. Und das mache ich heute noch. Ja. Und da danke ich Ihnen für das, was Sie schon vorher erwähnt haben, dass Ausbildung ganz wichtig ist. Die Leute müssen über Wasserstoff Bescheid wissen. Ich bin Ausbilder in dem Bereich und tue mein Möglichstes dafür, wirklich die Fakten zu benennen, die Vorteile, aber auch, wie es sich für einen guten Ingenieur gehört, auch die Nachteile oder die Gefährdungen darauf aufmerksam zu machen und schlussendlich dafür zu sorgen, dass man wirklich solche Systeme großtechnisch einsetzen kann, dass man sich darauf verlassen kann, dass da nichts passiert. Das ist die Hauptsache. Und dann sehen wir einer ganz guten Zukunft entgegen, wo solche Wasserstoffsysteme, Energiesysteme auch in der Stahl- und Chemieindustrie ganz einfach eingesetzt werden können und sicher funktionieren. Man hört schon raus, dass das für Sie tägliches Business ist, seit vielen, vielen Jahren. Und trotzdem hat man so da draußen eher das Gefühl, das ist gerade eben totales Trendthema. Und viele denken auch, das ist was ganz Neues. Wie kommt es, dass es jetzt in aller Munde ist? Vor 20 Jahren, da war Klimawandel so ein Hintergrundthema. Club of Rome hat schon in den 70er Jahren gesagt, dass irgendwo was stattfinden wird. Die Energiewende war noch in ferner Zukunft. Wir haben uns aufgrund von auch von anderen Veranstaltungen, die wir organisiert haben, schon relativ früh mit regenerativen Energien beschäftigt und haben so die ganze Einführung der regenerativen Energien eigentlich aktiv mitbegleitet, weil wir sie direkt an den Endverbraucher schon ranbringen wollten, also von der Photovoltaik angefangen über die thermische Solarenergie und so weiter. Und wir haben das entwickelt, wir haben das begleitet
Und haben dann irgendwann schon gemerkt, dass da im Wasserstoff, dass da viel Dampf drin ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei, wie wir angefangen haben, da gab es, man geht ja vor allem als aus der Region Stuttgart kommend reflexartig immer auf die Mobilität, auf die Pkw-Mobilität, muss man sich aber, glaube ich, immer davon lösen, weil wir schon früh gesagt haben, der Markt wird sich eigentlich über Nischenprodukte, Nischenanwendungen etablieren. Wie wir angefangen haben, da war so unsere Programmstruktur, war natürlich mobil, Kfz etc. Es gab ja auch schon, Daimler hat damals Neckar 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter schon entwickelt. Die waren schon auf der Straße. Man kennt auch den F-Cell, der ja die Welt umrundet hat, das Projekt von Daimler. Also da gab es einige Dinge schon. Es gab auch im stationären Bereich, also Hausheizung, waren da schon Aktivitäten. Und das ist auch ganz interessant. Man hat sich damals noch überlegt, ob man nicht Handys, Laptops mit Brennstoffzelle ausrüstet. Das war ein Bereich, der hieß damals portabel, wenn man sich das heute überlegt, der Fortschritt, die Batterien gemacht haben, das wäre heute völliger Blödsinn, da ein Laptop oder ein Handy mit einer Brennstoffzelle auszurüsten. Und das hat sich natürlich im Laufe der Jahre stark gewandelt. Auch war die Wasserstoffproduktion, die heute ja eigentlich das Wichtigste ist, wie bringen wir den Wasserstoff überhaupt, wie produzieren wir den? Das war damals noch gar keine Überlegung, das war ein Abfallprodukt in der chemischen Industrie. Linde sage jetzt mal als Stichwort, die haben das sowieso drauf gehabt, weil das bei vielen Prozessen eigentlich gebraucht wird und auch erzeugt wird. Und jetzt ist eigentlich die Wasserstoffproduktion ist eigentlich das Wichtigste, so verändern sich dann auch die Bereiche. Und was natürlich sehr, sehr interessant ist, dass jetzt auch in der Mobilität in vielen, vielen Anwendungsbereichen schon die Fortschritte des Schiffs, das du damals gebaut hast, ja, da man denkt ja schon in ganz anderen Kategorien, in großen Fähren gibt es auch schon, da gibt es auch schon Projekte. Man hat inzwischen Flugzeuge, es gibt das erste, das mit 4 Personen fliegen kann, aber man denkt gerade drüber nach, das wird nicht in allzu weiter Ferne sein, ein 40-sitziges Flugzeug zu machen. Eisenbahnen ist gerade ein großes Thema, hier in Niedersachsen gibt es ein großes Projekt. Also die Anwendungsbereiche, die gehen sehr, sehr in die Breite. Ganz wichtiger Part ist natürlich auch die Stahlproduktion, wo man ja schon viele Modellprojekte hat. Also es passiert an allen Ecken und Enden was, sowohl im Anwendungsbereich als auch im Produktionsbereich. Es ist unglaublich viel Geld all over the world unterwegs. Deutschland 9 Milliarden, Frankreich, die ja nuklear ausgerichtet sind, gehen jetzt auch in den regenerativen Bereich rein, auch ein Etat mit, glaube ich, 9 Milliarden so und so weiter. Also es ist in allen Ecken auf der Welt passiert was. Wie wir angefangen haben, da gab es eigentlich 5 Nationen, die sich mit beschäftigt haben. Japan, schon immer traditionell, das war Korea, die haben es eigentlich stark über Hyundai getrieben oder auch über Panasonic. Es gab USA, Kanada und Deutschland. Und in Deutschland gab es ein paar wenige Bundesländer, die sich mit beschäftigt haben. Das war Baden-Württemberg, NRW, Hessen, Hamburg war damals ein bisschen dabei und die anderen Bundesländer, zum Beispiel auch Bayern, hat es überhaupt nicht interessiert. Und wenn man jetzt anguckt, die deutsche Landkarte, die internationale Landkarte, was da wirklich an allen Ecken und Enden passiert, das birgt unheimliche Chancen, ich sage mal auch im Sinne des Klimawandels, im Sinne der Speicherung. Das war damals noch kein Thema. Wo bringt man die ganzen regenerativen Energien die in der Nordsee produziert werden, in der Photovoltaik? Und da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Ganz interessantes Thema ist auch, wo wird die Wasserstoffproduktion stattfinden? Ich habe gestern, beziehungsweise vorgestern hatten wir auch Veranstaltungen, habe erst gelernt, dass das, ich bin davon ausgegangen, wir müssen das alles selber produzieren, aber das ist eigentlich Blödsinn. Unser Erdöl kriegen wir und Erdgas, das kriegen wir jetzt aus Russland, aus Saudi-Arabien etc. Warum sind wir jetzt so versteift drauf, das bei uns zu produzieren zu wollen? Ich habe mir das auch überlegt, dann im Vorfeld irgend so ein Entwicklungsland, wo wir dann die Photovoltaik da hinstellen oder den Wind. Das tut ihnen einerseits gut, aber birgt natürlich auch Probleme mit dem Transport etc. Aber die Energie der Zukunft muss dort produziert werden, wo sie am günstigsten zu produzieren ist. Ich habe gelernt, 3.500, glaube ich, Sonnenstunden jetzt in Nordafrika. Wir haben in Freiburg 2.000, wenn es hochkommt, normalerweise 1.600. Das heißt, wir müssen da gucken, die Energie zu produzieren, wo es am sinnvollsten ist. Und es wird in Zukunft überall auf der Welt sein, wo es sinnvoll ist. Bis hin nach Chile, da gibt es zum Beispiel schon ein Projekt. Also es ist eine ganz, ganz spannende Angelegenheit und birgt unglaublich viele Marktchancen in ganz, ganz vielen Bereichen, also in der Zulieferei, in kompletten Projekten bei den OEMs, große Aufgabenstellungen auch bei den EVUs.
Netze, Stichwort Speicherung und so weiter, Anbindung der zukünftigen Mobilität. Also da gibt es unglaublich viel, jetzt auch, ich sage jetzt mal im Sinne von Swagelog, was sie produzieren wollen und auch viele andere Zulieferer. Jetzt haben Sie eigentlich schon alle Fragen, die ich hier so stehen habe, schon fast beantwortet gehabt. Aber ich muss also mal sagen, Sie haben ja Ihren letzten Arbeitstag uns gewidmet, habe ich gehört. Und danach sind Sie mehr so in beratender Funktion tätig. Ne? Das heißt, ja, der letzte Arbeitstag ist hier bei uns im Studio. Ich habe jetzt auch schon reiferes Alter und das hat sich jetzt halt eben so ergeben. Jetzt, wir hatten ja letzte Woche die große F-Serie in Stuttgart. Und jetzt, vorgestern waren wir noch in Konstanz, da war Swagelog auch mit involviert, Thomas Freund. Haben wir ein Deutsch-Schweizer Wasserstoffforum gemacht, um auch hier die grenzüberschreitende Zusammenarbeit da zu forcieren. Jetzt ist reiner Zufall, freut mich auch, dass ich heute hier sein kann. So ein schöner letzter Arbeitstag, ja, oder? Wir werden alles tun, dass Sie sich hier wohlfühlen, Kaffee besorgen und alles. Wir schauen jetzt erstmal in ein spannendes Video rein, denn wir haben ja gehört, dass es in Flugzeugen eingesetzt wird und wir zeigen jetzt mal eins. Pressure 5.8, 5.9. That looks good. Ja, ein starkes Beispiel. Sie, Christian Machens, Sie waren dabei, beziehungsweise haben die Leute geschult, die das gemacht haben. Einige wenige davon. Das war ja, wie man gesehen hat, an den ganzen Logos, die auf dem Flugzeug draufgeklebt haben, ein Gemeinschaftsprojekt auch gefördert. Und ja, ich habe die Leute geschult in Hochvolt-Themen und auch anderen Themen von der Universität Ulm. Und das hat viel Spaß gemacht mit den Leuten, weil eben eine ganz konkrete Anwendung dahinter stand und eigentlich die genau wussten, was sie erreichen wollen. Ja, das ist für jemanden, der ausbildet, natürlich immer ganz praktische Situation, dass man Leute hat, die Fragen stellen, die genau was ganz genau wissen wollen, in welchem Bereich man noch was verbessern kann und Ähnliches. Und ja, hat Spaß gemacht. Also, ist es dann egal, ob es ein Schiff ist oder ein Flugzeug? Das ist von dem Gas Wasserstoff ist es relativ egal. Man muss natürlich immer gucken, je nach Anwendung, je nach Größe, je nach Geschwindigkeit, je nach Gewicht, ob das Ding fliegt oder fährt oder schwimmt, muss man vielleicht eine andere Speichertechnologie für den Wasserstoff anwenden, Flüssigwasserstoffspeicher vielleicht. Vielleicht gibt es für stationäre Systeme auch Metallhydridspeicheranwendungen, die Sinn machen. Mit Metallhydridspeichern kann man auch sehr, sehr schöne Sachen anstellen, sozusagen, technologisch gesehen. Und ja, ansonsten ist die Anwendung schon von der Technologie, von der Wasserstofftechnologie mehr oder weniger die gleiche. Man muss natürlich gucken, welche Möglichkeiten hat man da für eine gewisse Notsituation? Ja, man kann ein Sicherheitsventil in einem Bus anders platzieren als in einem Schiff oder in einem Flugzeug. Ich denke ja ständig an das Thema Sicherheit. Darum geht es eigentlich hauptsächlich.
aber auch natürlich um die Effizienz. Ja. Da kommt übrigens mein Firmenname her, den ich mir ausgewählt habe, Efficientix. Und da steckt dieses Wort schon drin. Man kann technologisch unwahrscheinlich viele Dinge tun, sie müssen aber irgendwie Sinn machen. Sie müssen, wie der Herr Sauber schon gesagt hat, es muss dort getan werden, wo es auch monetär sich lohnt, ja, dass man Wasserstoff dort erzeugt, wo günstig hergestellt werden kann und auch mit Technologien arbeiten, die Sinn machen in dem spezifischen Bereich. Ja. Und klar gibt es Unterschiede zwischen Bahnantrieben und Flugzeugen und Schiffen und Pkw. Wurde ja schon gesagt, das Thema Pkw, das ist natürlich in aller Menschen Kopf irgendwie drin. Wasserstofffahrzeuge muss man bewerten. Ja, das muss jeder Fahrzeughersteller, jeder OEM selber durchrechnen sozusagen, welche Möglichkeiten man da hat, den Fahrzeugantrieb zu realisieren. In dem Truck-Bereich, im Lkw-Bereich, im Schwerlastbereich, da macht Wasserstoff mehr Sinn als Batterien. Das ist, denke ich mal, jedem ganz klar. Und auch ein Flugzeug wird nicht mit Batterien elektrisch fliegen, sondern da braucht man einen sehr leichten Energieträger, den flüssigen Wasserstoff in dem Fall, wenn die Flugzeuge größer werden. Dann macht das Ganze auch wieder Sinn und ist emissionsfrei. Und die Mengen, die man dafür braucht, um den ganzen Flugverkehr sozusagen mit Wasserstoff zu betreiben, zu versorgen, da müssen ganz große Mengen produziert werden. Das können wir allein in Deutschland nicht machen. Das ist aber das, eine denke große ich mal, muss Herausforderung. Auch nicht sein. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Sie kennen die Jungs auch, die das gemacht haben. Ich kenne den Josef Kallo sehr gut, seit vielen, vielen Jahren. DLR war er früher, er ist in Stuttgart, fast Nachbar von uns, von unserem Büro. Ich war mal mit ihm vor 6, 8 Jahren, war mit ihm mal auf irgendeiner Veranstaltung mit einem Taxi unterwegs und er hatte mir von seinen Plänen erzählt, große Flugzeuge zu bauen. Das war für mich sowas von illusorisch irgendwo, dass man in absehbarer Zeit so ein riesiges Flugzeug, 40 Personen, ist ja schon mal ganz habhaft, ist auch eine gute Marktanwendung für so, was weiß ich, Alaska und so weiter. Mhm. Und da hat er mir das erzählt. Ja. Und wie er dann das erste Flugzeug mit seinen 2 Personen, ich war auch bei dem Jungfernflug auf dem Flughafen Stuttgart, war ich mit dabei. Wie ich das dann gesehen habe, habe ich gedacht, vielleicht wird es ja doch was. Ja. Und jetzt sind sie ja bei 4 Personen schon. Und diese 40 Personen sind ja in greifbarer Nähe. Mhm. Also das ist schon hochinteressant, was da in den letzten Jahren so vor sich geht in den ganz unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Vielleicht noch zu dem Thema Pkw. Die OEMs haben ja, und das war ja dieses Rauf und Runter, was ich vorher schon gesagt habe, haben ja wirklich 20 Jahre lang angekündigt, wieder zurückgenommen. Japan will bis 2030 800.000 Brennstoffzellen PKWs auf der Straße haben. Also es geht was vorwärts, ja, in einzelnen Bereichen und die anderen werden dann nachziehen. Lkw-Bereich ist auch so ein typisches Beispiel. Wir haben ja die Veranstaltung in der Schweiz gehabt. Die Schweiz ist jetzt relativ kompakt. Da war ein Anwendungsbeispiel von einem Spediteur, der da ganz in der Mitte der Schweiz sitzt und, glaube ich, 750 LKWs jeden Tag da rumschickt. Ja. Der hat jetzt zum Beispiel ganz andere Anforderungen an diese Systeme, an diese Reichweite, an diese Tanksysteme. Das muss bei so einer Spedition alles unglaublich aufeinander getaktet sein, wie zum Beispiel auch bei Bussen. Während die andere Anwendungen, wenn sie in den richtigen Fernverkehr gehen, wenn ein LKW 800 Kilometer fahren muss, dann müssen sie das technisch anders aufbauen, von den Tanks her, auch von der Tankinfrastruktur und so weiter. Also das sind teilweise unheimlich spannende, komplexe Systeme. Und wenn Sie dann noch weitermachen, produzieren Ihren Wasserstoff selber. Es gibt ja schon kleine Home-Elektrolyseure für ein Einfamilienhaus. Und wenn Sie dann in diesen Dimensionen denken, das Beispiel jetzt auch, um auf die batterieelektrische LKWs zu kommen, ein Spediteur, der jetzt abends 750 LKWs jetzt an einem Ort fokussiert, wie soll man denn batterietechnisch laden? Ich glaube, da brauchst du 1 bis 3 Kernkraftwerke, dass du über Nacht 750 LKWs laden kannst. Und so sind sehr, sehr viele Dinge unheimlich spezifisch. Ja. Auch, ich sage jetzt mal, die Formen des Wasserstoffs. Es gibt natürlich reiner Wasserstoff, das ist das Einfachste. Es gibt natürlich Methanol, es gibt Ammoniak zum Beispiel, das hochexplosiv ist, aber man überlegt, glaube ich, das in Schiffen, in großen einzusetzen. Genau. Ja? Und es gibt unheimlich viele Möglichkeiten an der ganzen Geschichte. Ein wichtiges Stichwort ist natürlich auch noch E-Fuels. Mhm. Vor allem, wenn man denkt an die Anwendung in den Verbrennern. Beispiel die ganzen Oldtimer-Fahrzeuge.
Ja, die kannst du nicht mehr umrüsten. Die sind auch in 50 Jahren was wert. Wie sollen die betrieben werden, wenn einmal wirklich das Benzin abgestellt wird? Und da sind auch E-Fuels, die zwar sehr kompliziert sind, chemischerweise ist es wahrscheinlich besser in der Produktion, aber das ist dann die einzige Möglichkeit, wie dann zum Beispiel so ein Oldtimer oder älteres Fahrzeug überhaupt noch bewegen kann. So wie ich manchmal überlege, wie man die alten Videokassetten noch angucken soll, wenn man es nicht mehr hat. Ja. Sind es immer so die großen Beispiele, auf die sich ja, vor allem die Presse natürlich auch stürzt oder was Menschen spannend finden müssen, immer Schiffe und LKW und Autos, aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Beispiele. Ja, also ich sag mal ganz ehrlich, ich finde es ehrlicherweise sehr, sehr spannend zu hören von den beiden Experten und dann auch alten Hasen in dem Geschäft. Denn die ganzen Applikationen und Anwendungen, die hier genannt wurden, das ist letztendlich auch ein Bereich, wo ja Swedlock unterwegs ist, wo wir letztendlich von der kleinen Thematik anfangen. Das heißt, das Ganze fängt ja irgendwo mal mit der Forschung an. Wir haben eben auch auf dem Flugzeug das DLR gesehen als Forschungseinrichtung. Das heißt, wir fangen dort an, wo letztendlich die Ideen entstehen. Die Ideen entstehen und mit den Ideen sind eigentlich genau die gleichen Herausforderungen vorhanden wie nachher in der Serienproduktion, weil ich beschäftige mich auch da schon mit dem Medium Wasserstoff. Und da kommt halt das Thema ja, Sicherheit, Dichtigkeit ist dort ein großes Thema und das wird nachher natürlich in die Serienproduktion einfließen, sodass auch ich sag mal gerade Swedlock und wir in der Dachregion viele, viele unterschiedliche Applikationen begleiten auf den Weg hin bis zur Serienproduktion mit den Produkten. Und ein großes Thema und eine große Herausforderung ist ja auch die Entwicklung dahingehend, dass ich mich auch immer wieder über unterschiedliche Druckstufen unterhalte, um einfach mehr Reichweite zu konzipieren, gerade im Fahrzeugsektor. Das heißt, wo ich mich auf der einen Seite über 30 Bar unterhalte, beziehungsweise 350 Bar, sind wir mittlerweile bei 700 Bar Wasserstoff angekommen, was natürlich dann von der Applikation, von der Anwendung nochmal andere Herausforderungen mit sich bringt. Und ja, es ist sehr, sehr spannend zu sehen, welche Anforderungen letztendlich dann auf uns zum einen als Hersteller von Produkten und Lösungen zukommt, aber dann auch für uns von der Vertriebsseite letztendlich sich immer wieder mit diesen neuen Technologien auseinanderzusetzen. Und das macht es für uns natürlich auch extremst spannend, weil jeder Tag ist da eigentlich unterschiedlich. Mhm. Ja. Wie macht sich das bei Ihren Kunden sichtbar, dass das so ein Trendthema wird? Ich habe in den letzten Jahren bemerkt, dass es viele Firmen inzwischen gibt, mit denen ich zu tun habe, die nicht die typischen Wasserstoffanwender oder Produzenten sind, sondern es geht jetzt in den Bereich hinein, wo Zulieferer, wo typischerweise vielleicht auch kleinere Firmen, die in dem Bereich jetzt Fuß fassen wollen, auf mich zukommen und Beratung brauchen bezüglich Explosionsschutzdokumente, bezüglich der personellen Ausbildung, was die Leute sozusagen, die Angestellten, lernen müssen, beherrschen müssen für Kenntnisse, dass sie überhaupt solche Systeme entwerfen, berechnen können, bauen können, in Betrieb nehmen können, betreiben können. Das sind ganz wichtige Punkte und da merke ich einfach, dass es nicht nur die großen, bekannten Firmen sind, die damit zu tun haben, sondern das geht jetzt wirklich in die Breite. Ja, das merke ich wirklich als Ausbilder. Natürlich, man sieht, wer sitzt in den Schulungen drin. Das sind nicht nur mehr die großen, typischen Firmen, sondern es gibt eine ganz große Vielzahl von Firmen, die sich jetzt teilweise umorientieren, entweder komplett umorientieren oder ganz neue Entwicklungsabteilungen etabliert haben, wo man sagt, okay, da kommen jetzt erstmal 5 Ingenieure, Ingenieurinnen da als Team zusammen, die bauen sozusagen so einen Kern, so einen Nukleus in der Firma auf und sorgen sozusagen dafür, dass die Firma auch in 5 Jahren oder in 10 Jahren Produkte auf dem Markt anbieten kann, die konkurrenzfähig sind. Es geht einfach darum, konkurrenzfähig zu bleiben und im Markt zu bleiben. Und das geht halt nicht, wenn man an alten Technologien festhält. Sie hatten vorher das Beispiel gebracht mit der VHS-Kassette. Das ist mein typisches Beispiel im Unterricht, wo ich auch immer sage, wenn die Leute fragen, ja, aber das geht doch gar nicht so schnell und wie soll man denn diese ganze Veränderung und hin und her, dann sage ich, ja, haben Sie noch einen VHS-Rekorder?
dann gucken sie mich alle an und zack, klicker die Klick, dann plötzlich haben sie es verstanden. Faxgerät, ja. Ich erinnere mich noch, als ich kleiner Jugendlicher war, sozusagen, ich glaube 13 Jahre alt, da habe ich meinen ersten CD-Player gesehen im Schaufenster in Ulm. Das war so Radioladen, da stand ein CD-Player drin, der hat 20.000 D-Mark gekostet. Und da sind 3 CDs rumgekreiselt, die da aufgehangen waren als Dekoration. Und wir haben uns alle das Ding angeguckt und haben gesagt, das kann doch nicht sein. So eine Technologie wird ja niemals in der Masse eingesetzt. Wir haben doch alle Schallplatten zu Hause. Also man muss, will ich damit sagen, kurz gesagt, man muss den Wandel akzeptieren. Die Welt ist rund, die dreht sich. Es ist nicht nur Deutschland, wo diese Entwicklungen gemacht werden. Es ist Japan, es sind andere Staaten auf der Welt auch, die da Entwicklungen machen. Auch Saudi-Arabien ist ganz stark sozusagen in den Entwicklungen. Wenn wir auf den Photovoltaikmarkt mal gucken, da tut sich unwahrscheinlich viel. Und wir müssen schon wirklich aufpassen, dass man hier nicht abgehängt wird. Und darum geht's. Und deswegen, zurück zu Ihrer Frage, es kommen immer mehr kleinere Firmen, Mittelständler an, die jetzt erkennen, dass das eine ganz, ganz große Chance ist, da mitzumachen bei diesen bei diesem Wandel, bei diesem technologischen Wandel. Sie haben ja auch gesagt, dass Sie das Thema Sicherheit sehr umtreibt. Wie kriegt man das Ganze sicher? Mit Swedishlock. Ja, sehr gut. Ja. Nee, ich muss Kommt wirklich sagen, ich habe nämlich gerade nachgedacht, wie mein Brennstoffzellensystem da ausgesehen hat. Ich habe das so vor Augen gehabt. Und da waren viele, viele Teile von Swedishlock natürlich drin. Die ganzen Gas-Wasserstoff-berührten Teile habe ich bei Swedishlock auch damals schon gekauft. Andere Kunststoffteile von einer Fachfirma, die mit zwei Buchstaben die Kunststoffkomponenten herstellt. Und wieder andere Teile wieder bei einer anderen fachspezifischen Firma. Und jetzt zu der Frage Sicherheit. Wasserstoff ist beherrschbar. Es ist absolut beherrschbar. Man muss nur wissen, wie verhält sich dieses Gas? Was hat es für chemisch-physikalische Eigenschaften? Wie verhält sich es, wenn es freigesetzt wird? Wie verhält sich es bestimmten Werkstoffen gegenüber? Kunststoffe, Metalle? Welche Dichtungen kann ich einsetzen? Also kurzum, das Thema Ausbildung, Schulung, Beratung ist ganz wichtig, weil die Leute müssen Bescheid wissen, wie man den Wasserstoff richtig anpackt. Und wenn man das nicht weiß, dann hat man Angst davor. Und Angst ist ein schlechter Ingenieur. Ja? Der kann damit dann nichts anfangen sozusagen, hat dann auch keine Ideen. Und ich sage mal so, der Erfindungsreichtum, den man so an den Tag legen kann, gerade jetzt, wo so ein technologischer Wandel jetzt ansteht, da gibt es noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man Entwicklungen machen kann, wo man Erfindungen machen kann, Patente anmelden kann, marktfähige Produkte entwickeln kann und sich wirklich damit etablieren kann auf dem Weltmarkt, sage ich extra immer wieder. Hier steht zwar Deutschland, Österreich, Schweiz, aber wir reden ja jetzt nicht nur über eine Entwicklung, die nur in Deutschland, Österreich, Schweiz stattfindet, sondern auf der ganzen Welt stattfindet. Und manchmal höre ich so bei meinen Teilnehmern so am ersten Tag so, naja, sitzt dann erstmal nur so da, naja, mal gucken, ob das überhaupt was wird und ob das überhaupt kommt und so, die sind dann noch nicht so ganz überzeugt. Aber je mehr die Leute wissen darüber, können die sich das auch vorstellen und entwickeln ein Gefühl dafür, was man damit alles machen kann. Sicherheit, starke Partnerschaften. Andreas, was fehlt noch? Ja, ich sag mal, das, was der Marens gerade angesprochen hat, ist sehr interessant insofern, weil letztendlich das Thema Wasserstoff an sich ist ja jetzt in aller Munde mit der neuen Art der Anwendung. Wir reden über Klimawandel, wir reden über neue Technologien, aber Wasserstoff, und wir haben ja später auch noch den Chemieblock, wenn man letztendlich sich mit den Kollegen aus dem chemischen Bereich unterhält, die gehen schon seit Jahrzehnten mit Wasserstoff um. Da gehört das zum Tagesgeschäft, dass ich mit diesem kleinen Molekül umgehen muss. Und da habe ich ähnliche Applikationen. Da rede ich auch über Hochdruckwasserstoff, sodass das ganze Thema in der Chemie überhaupt nicht neu ist. Und somit ist es auch ehrlicherweise für uns kein neues Thema. Die Anwendung ist eine andere. Das ist mit Sicherheit richtig. Und für uns ist auch spannend zu sehen, die Art der Förderung, die da gerade am Markt platziert werden, sodass dieses Thema auch richtig Fahrt aufnimmt. Das ist für uns natürlich alle, so wie wir hier sitzen, eine schöne Sache.
um es letztendlich nachher auch nachhaltig zu machen. Aber um es nochmal zu unterstreichen, Wasserstoff an sich ist jetzt kein neues Medium. Das gibt es schon seit Jahrzehnten am Markt. Und das ist auch, ich sag mal, seit Jahrzehnten sicher zu handeln. Und jetzt gilt es darum, die Start-ups, die Sie jetzt auch dann schulen, die neuen Beteiligten an diesem Markt, ich sag mal, dahingehend ja, auf den Stand der Technik zu bringen, dass auch diese, ich sag mal, neuen Kunden, neuen Kollegen akzeptieren, dass dieser Wasserstoff handelbar ist. Und dass es auch gar nicht so schwierig ist, diesen Wasserstoff zu handeln. Ich glaube, das ist das, was der Herr Machensgrad schon gesagt hat. Angst ist in dem Fall gar kein guter Berater, sondern allein durch diese Beratungstätigkeit vor Ort. Und da gilt es, unsere Erfahrung zu nutzen, aufzuklären am Markt und die Expertise dann auch in den Markt zu geben. Ich glaube, das ist das Wichtige jetzt mit der neuen Anwendungstechnik, die da gerade jetzt in aller Munde ist. Und dann halt klar in der Dachregion, aber natürlich auch global gesehen. Und da hat Deutschland, denke ich mal, schon eine Vorreiterrolle. Es ist kein neues Thema, aber für viele ist es eben so neu, dass man es auch immer wieder wahrscheinlich neu erklären muss. Wie sehr hilft dieses ganze Farbenthema beim Wasserstoff? Und um welchen Wasserstoff geht es in Ihrer Arbeit? Geht es immer um den grünen Wasserstoff? Es geht nicht immer nur um den grünen Wasserstoff. Es gibt, wie schon gesagt wurde, es gibt ja Wasserstoff schon über 100 Jahre in der chemischen Industrie. Man kann da auch auf Erfahrungen zurückblicken, ganz klar. Und ich will nur bei dem Punkt noch mal ganz kurz einhaken. Das bringt unwahrscheinlich viel, wenn man dann ein Beispiel aus der chemischen Industrie bringt, einer Firma, die noch nichts mit Wasserstoff zu tun hatte, und sagt, guck mal, es gibt Wasserstoff-Pipelines, die werden betrieben, die werden sicher betrieben, es passieren keine Unfälle oder sehr, sehr wenig Unfälle und die können vermieden werden. Und die Farben vom Wasserstoff, ich sag mal, diese Diskussion, die muss jetzt geführt werden, das ist ganz klar. Man hat ein politisches Thema damit. Man möchte auch natürlich Fördermittel an bestimmte Bedingungen knüpfen, dass man sagt, wenn Wind den Wasserstoff erzeugt, das ist natürlich erstmal der präferierte Weg, der soll vorzüglich unterstützt werden. Und das funktioniert auch. Ja, ich habe mir extra in der Vorbereitung für eine Schulung für Airbus zum Beispiel mal auch angeguckt, welche Möglichkeiten Deutschland hat, Windenergie vor der Küste noch auszubauen. Da kann man pro Jahr 1200 Kilotonnen waren es, glaube ich, Wasserstoff produzieren. Das sind schon große Mengen, aber reicht für Deutschland nicht ganz aus. Welche Farben der Wasserstoff hat, ich sag mal, in dieser Zeit des Umbruchs. Wir haben bestimmte Produktionsmöglichkeiten für Wasserstoff, die werden auch in der chemischen Industrie genutzt derzeit. Die Förderung, die politische Förderung, die wird natürlich auf den grünen Wasserstoff den unterstützen. Die anderen Farben brauchen wir aber für eine Übergangszeit schon auch noch, einfach um sozusagen die Menge des Wasserstoffs abdecken zu können. Wir können jetzt nicht einfach sagen, weil der Wasserstoff grau oder blau ist, wollen wir den überhaupt nicht mehr anwenden. Das ist nicht der richtige Weg. Ich habe früher, als ich mein Schiff gebaut habe, da habe ich mich dann auch konzentriert. Ich habe mir erstmal die Frage gestellt, wie weit will ich gehen? Will ich nur das Schiff bauen oder will ich auch mir eine Tankstelle bauen? Vielleicht eine Wasserstoffproduktion bauen oder sowas? Und dann habe ich mir gesagt, Christian, warte mal, mach mal nur das Schiff erstmal. Das andere machen die anderen. Ich bestelle einfach in gelben Seiten, die gab es damals noch. Ich bestelle einfach Wasserstoff, lass mir den liefern. Dafür kann ich jetzt als Anwender erstmal nicht verantwortlich sein. Das ist ein Thema, das muss angegangen werden über die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre meinetwegen, 20 Jahre, 30 Jahre. Wir haben Zeit sozusagen, das ganze Wasserstoffsystem so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Wir müssen aber jetzt anfangen mit den Anwendungen. Ja? Die Produktion von Wasserstoff, die kann heutzutage die Anwendungen, die wir jetzt gerade in den Markt bringen, und das sind ja ganz kleine Flotten, das sind ja ganz wenige Fahrzeuge, das sind ja nicht wirklich starke Verbraucher, gut, außer chemische Industrie und Stahlindustrie, da kommt natürlich jetzt ein großer Bedarf auf uns zu. Aber für eine Übergangszeit würde ich sagen, farbenblind.
Ja. Also gelbe Seiten sind ein gutes Beispiel. Man kann sich jede Farbe mittlerweile in den Warenkorb legen. Was sagen Sie zu den Farben? Grundsätzlich muss ich das nur unterstreichen. Wir brauchen eigentlich sämtliche Farben, ja? Damit wir ein schönes Bild malen können für die Zukunft. Mhm. Grüner Wasserstoff ist natürlich das Optimale, aber bis wir diese Kapazitäten aufgebaut haben, so lange können wir nicht warten, vor allem wenn man dann parallel die Anwendungen hochziehen will. Also ich sage jetzt mal so, aus den verschiedenen Ländern zum Beispiel, die haben ja ganz, das habe ich schon gelernt, diese Roadmaps, wenn man sich anguckt, mhm, die ist von Australien nach Kanada grundsätzlich unterschiedlich oder erst recht in Japan. Das resultiert natürlich aus den existierenden Industrien. Die Kanadier, wir machen dort auch Veranstaltungen, deshalb sind wir jetzt in Kanada relativ nah, die haben sehr viel Erdgas und haben sehr viel Erdöl. Das heißt, die müssen diese Industrien transformieren. Da haben die andere Anwendungen wie wir, wo wir eigentlich überhaupt keine Energie haben, außer ein bisschen Wind und ein bisschen Photovoltaik und der Rest ist Kohle. Ja? Die haben da ganz andere Anforderungen. Also muss man die doch einmal machen lassen, weil die können jetzt Exxon und wie sie alle heißen, die können jetzt nicht ihre komplette Industrie lahmlegen. Die brauchen ja auch Zeit für diesen Transformationsprozess. Es gibt natürlich da Exzesse, also das wildeste Projekt, wo ich immer ratlos daneben gestanden bin, ist ein Gemeinschaftsprojekt von Japan und Australien. Mhm. Australien hat sehr viel Braunkohle, die produzieren Wasserstoff direkt in Australien und schippern das dann nach Japan. Japan hat nur 2% seines Energieverbrauchs haben sie selber eigen. Vielleicht ist jetzt ein bisschen höher geworden mit Photovoltaik und Wind, aber da sind die eigentlich hinterher, die sind bei weitem nicht so, wie wir sie sind. Und aus unserem Blickwinkel da einmal um, der halbe, oder um den halben Globus wirklich, Japan, Australien nearby, ja, aber das sind 6000 Kilometer. Das heißt, Ad 1, sie produzieren den Wasserstoff aus Braunkohle, ist für mich das Absurdeste, was es überhaupt gibt. Und das dann noch 6000 Kilometer zu transportieren. Ja. Okay, kann ein Forschungsprojekt sein, müssen wir mal machen. Aber solche Dinge sind natürlich absurd. Ja. Und so ist natürlich die Farbelehre, da gibt es, ich würde persönlich sagen, Wasserstoff aus Nuklearstrom zu machen, ist Pinker, auch absurd. Oder? Aber natürlich, in Frankreich stehen irgendwas über 40 Atomkraftwerke rum, bis sie die dann leer stehen lassen oder halt die restliche Laufzeit dann noch nutzen, da können sie, aber das tut mir weh, aber wäre vielleicht auch, muss man einfach kalkulieren, ja, was dann noch sinnvoll ist. Wie gesagt, das Credo, so viel wie möglich Wasserstoff produzieren und dann vor allem in die Übergangstechnologien durchaus laufen lassen, vielleicht nicht mehr richtig investieren. Es stehen in Japan auch etwa 300.000 stationäre Brennstoffzellen, die ja mit Erdgas funktionieren, mit einem Reformer. Gibt es bei uns auch schon. Mhm. Bei uns stehen mickrige 3.000 oder 4.000 inzwischen rum. Ja. Aber das wird jetzt laufen lassen. Die Zahl muss man noch mal kurz erwähnen. 300.000 in Japan. Ja. Ja. Und man denkt immer hier in Deutschland Zukunftstechnologie. Da habe ich in Brüssel schon manchmal, ich will nicht sagen, die ausgelacht, aber die haben dann da Projekte präsentiert und wollten da irgendwie 500 Brennstoffzellen in deutsche Keller oder in europäische Keller demonstrieren, Demo-Projekt 500 Zellen. Da habe ich gesagt, Leute, es sind doch 20.000 schon in Japan installiert, die laufen doch schon. Das ist doch keine Zukunftstechnologie, man muss es doch in die Anwendung bringen. Ja. Ja. Wie kann SwageLok dabei unterstützen, das in die Anwendung zu bringen, diese ganzen Entscheidungen zu treffen? Das ist ehrlicherweise eine gute Frage. Ich sag mal, wir können damit, wie ich eben schon mal angedeutet habe, mit der Beratung, mit unserem Rat, mit der jahrzehntelangen Expertise, die wir in dem Wasserstoffbereich haben, einfach durch die Anwendung aus der bisherigen Industrie, zum Beispiel aus der Chemie, die letztendlich auch sehr, sehr große Schritte in diesen Bereichen unternimmt. Und das ist ja auch gerade hier angeklungen, neben der Chemie auch das ganze Thema Stahl. Das heißt, dort wird letztendlich über gewisse neue Bereiche wird sich mit dem Thema Wasserstoff beschäftigt. Das heißt, da wird auch Wissen aufgebaut, wie gehe ich mit diesem Medium um. Und da ist es unsere Aufgabe letztendlich, das Wissen von der herkömmlichen Applikation Wasserstoff in die neuen Anwendungen zu bringen. Und und da auch das globale Wissen von SwageLok zu nutzen, weil wir gerade festgestellt haben, gehört haben, wir reden über Japan, wir reden über Kanada und da spielt natürlich auch das globale SwageLok-Netzwerk eine sehr, sehr große Rolle, sodass wir auch da die Möglichkeit haben, den Wissenstransfer auch zu gestalten. Das, was in Australien und Japan letztendlich realisiert wird, ist sehr, sehr spannend, auch für uns hier in Europa und andersrum. Das heißt, wir können auch dazu beitragen, über das entsprechende Netzwerk unsere Partner draußen vor Ort entsprechend zu unterstützen.
Wie wichtig ist das Einhalten von Zertifizierungen? Die Deutschen lieben ja sowas, ne? Und wir brauchen das auch und wir bremsen uns auch manchmal damit. Ja, ich sag mal, das ist so ein bisschen, ich sag's mal, wie Segen und Fluch. Aber ich sag ganz ehrlich, der Segen ist da das Mittel der Wahl, weil Zertifizierungen machen die Situation sicher. Und ohne Zertifizierung wird es nicht funktionieren, weil wenn wir in den Bereich kommen, wir haben keine Zertifizierung und jeder macht das, was er mag, dann ist natürlich ein sehr, sehr großes Risiko vorhanden, dass mal auch mal etwas schief geht. Und gerade dieses Thema Wasserstoff ist ja in aller Munde und in der Presse. Und ich glaube, so eine Geschichte, wenn in der Öffentlichkeit dort dieses Thema Angst aufkommen würde, durch einen Zwischenfall jetzt, weil etwas halt mal schiefgegangen ist. Ich glaube, dann bremst es dieses Thema ziemlich schnell aus. Deswegen Zertifizierung, ja, bin ich sehr dafür, in einem entsprechenden Maße. Und ich bin auch froh, dass wir da den großen, starken Partner Swedgelok in den USA im Hintergrund haben, der immer entsprechend die richtigen Produkte mit den entsprechenden Zertifizierungen dann auch versieht, damit wir auch dementsprechend in den Märkten unterwegs sein können und auch unseren Partnern draußen vor Ort ein gutes Gefühl damit geben können, dass sie ein sicheres, langlebiges und qualitativ hochwertiges Produkt dann auch bekommen. Wie wird dieses Thema in Brüssel diskutiert? In Brüssel, naja, ich sag mal so, ganz gesamteuropäisch ist das Thema Zertifizierung auch ganz wichtig. Das ist ja der Grundsatz dafür, dass man Produkte in Deutschland produzieren kann, in Italien anwenden kann oder in Portugal produzieren und in Deutschland anwenden kann. Dass auch Mitarbeiter ausgetauscht werden können, die zu gleichen Konditionen arbeiten, zu gleichen Sicherheitsvoraussetzungen arbeiten und dass man weiß, dass der Betreiber einer Anlage dafür verantwortlich ist und für die Sicherheit garantieren muss, der Leute, die an der Anlage arbeiten, und dass da einfach die Sicherheitsvoraussetzungen gleichermaßen in ganz Europa gelten müssen. Und das, finde ich, macht einem das Leben, Sie haben gesagt, Fluch und Segen, ja, aber ich sehe mehr den Segen dabei, weil es die Arbeit unwahrscheinlich vereinfacht. Man hat entsprechende Standards, die kann man nachgucken. Das macht nicht immer Spaß, die zu lesen, das ist mir ganz klar. Ich muss die lesen, ich habe die alle gelesen, ich habe die auch zusammengefasst und verstanden. Und das macht nicht unbedingt Spaß, aber es ist sozusagen, sind die Kochrezepte, die man einfach braucht. Jeder gute Koch muss eine gewisse Grundausstattung haben, an Töpfen, an Pfannen, an Rührbesen, was man alles machen will, worauf man halt so spezialisiert ist. Und Butter muss in den Kühlschrank, sage ich mal. Wissen, das macht es doch sehr deutlich. Vielleicht auch noch mal in einem Satz. Fluch oder Segen? Zertifizierung. Also ich setze jetzt mal Zertifizierung mit Normung gleich. Das Beispiel jetzt letzte Woche, dass man die Handykabels jetzt endlich mal irgendwie normiert, oder die andere Diskussion jetzt im Batterie-Pkw-Bereich, hat man immer noch nicht ein einheitliches Stecker. Unheimliche Aufgabe, ist noch viel auch im Argen, aber man muss da hinkommen, im Sinne auch der Kostenreduzierung, muss unbedingt sein. Also ein ganz wichtiges Thema. Wir haben gehört, eben Sicherheit bringt das Ganze dann eben so richtig auf den Weg. Es ist ein Trendthema für Sie natürlich nicht, weil Sie sich seit vielen Jahren damit beschäftigen. Wahrscheinlich rollen Sie auch manchmal mit den Augen, weil Sie sich denken, was geht da jetzt gerade ab? Wir sagen das doch seit Jahren. Aber umso schöner, dass das Ganze jetzt nochmal so einen richtigen Schub bekommt. Ich freue mich ganz extrem, muss ich sagen. Das glaube ich. Wir haben lange gewartet. Wirklich mit Herzblut auch dafür gearbeitet. Und der Peter hat wirklich auch schon sehr viele Messen veranstaltet und viele Leute zusammengebracht, um über das Thema zu sprechen. Vielen Dank, dass wir heute darüber sprechen konnten. Und weiterhin natürlich ganz viel Erfolg bei dem, was Sie alles mitten auf dem Weg. Und ich bin mir sicher, Sie machen die Tankstelle auch noch. Irgendwann werden Sie alles. Wir machen das alles. Aber nicht mehr den gelben Seiten suchen. Okay. Wir wollen jetzt ein bisschen Licht in den Zertifizierungsdschungel bringen. Denn wir haben gehört, das ist natürlich ein Riesenthema. Wir haben einen absoluten Fachmann dafür, der schon drüben im Studio in den Startlöchern steht. Er heißt Stefan Berning und war lange beim TÜV Rheinland. Er wird sagen, ja, bei welchen Anwendungen auch welche Zertifizierungen notwendig sind. Wir sind neugierig. Bitteschön.